Wir stehen auf und lesen miteinander Ruth, Kapitel 2, Vers 3 bis Vers 10. Ruth ging hin, kam und las Ehren auf dem Felde hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der vom Geschlechte Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knaben, der über die Schnitter bestellt war: Wem gehört dieses Mädchen? Der Knabe, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische Frau, die mit Naemi aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist. Sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und sammeln zwischen den Gaben hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du wohl, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Jungfrauen. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden. Habe ich nicht meinen Knaben geboten, dass dich niemand anrühre? Und wenn dich dürstet, so gehe hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knaben schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, die ich doch fremd bin? Amen. Amen. Seid gesegnet miteinander. Ihr erinnert euch an die Geschichte bisher. Und auch für unsere Freunde, die in dem Buch Ruth noch nicht so zu Hause sind, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Naemi war mit ihrem Mann Elimelech wegen einer großen Hungersnot in Israel ins Heidenland Moab gegangen. Kurz darauf starb der Mann Elimelech. Die beiden Söhne nahmen sich heidnische Frauen. Aber einige Jahre danach sind auch sie gestorben, ohne dass Kinder vorhanden waren. So blieb Naemi mit ihren beiden Schwiegertöchtern, man kann sagen, nicht jüdischen Schwiegertöchtern, allein zurück. Und das bedeutete, Witwe und kinderlos zu sein, bedeutete wirtschaftlichen Ruin. Das nennt man heute Altersarmut. Also machte sie sich ja enttäuscht, verbittert, zugleich reumütig auf, zurück in ihre Heimat nach Israel, in das verheißene Land. Überraschenderweise wollten auch die beiden Schwiegertöchter, die ja keine Juden waren, Orpa und Ruth, mit der Naemi zurückziehen. Aber Naemi denkt menschlich und befürchtet, dass die beiden als Ausländerfrauen in Bethlehem keine Zukunft mehr haben und empfiehlt ihnen doch umzudrehen und in ihrer heidnischen Umgebung sinnvollerweise zu bleiben. Dort würden sie doch möglicherweise wieder Männer bekommen und somit auch wieder eine Lebensperspektive nach dem vergangenen Desaster finden. Und nachdem sie beide ein Stück weit mit der Naemi in Richtung Israel gegangen waren und die Naemi das ihren beiden Schwiegertöchtern so nahegelegt hat, sagt die Orpa auch gleich: Das okay, dann gehe ich wieder zurück, das ist ja wahr. Was soll ich in Bethlehem? Da bin ich sowieso eine Fremde und habe wahrscheinlich da einen sehr schweren Stand. Ich werde mir in meinem Heimatland in Moab eine neue Zukunft versuchen aufzubauen. Und ein Küsschen, und sie drehte sich um und ging weg. Aber die Ruth, die will den Rat ihrer Schwiegermutter nicht annehmen. Sie will unbedingt mit nach Israel, zu dem Volk und Gott der Juden, und lässt sich nicht mehr davon abbringen. Wir haben gehört, in
glaube ich, der letzten Predigt zum Buch Ruth, dass Gottes Geist sie getrieben hat. Es war die Kraft der Wiedergeburt in ihr, die sie sagen ließ, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also blieb Naomi nichts anderes übrig, als Ruth mitzunehmen, obwohl sie es ja nicht wollte. Sie hatte Sorge, dass diese nicht koschere junge Witwe an ihrer Seite ihr möglicherweise nur ein Klotz am Bein ist, sich wieder einzuleben in ihre Heimat. Und da hat sie gedacht, es wäre besser, auch Ruth würde bleiben, wo sie herkam. Aber nein, die Ruth wollte mit. Sie wollte unbedingt den Gott Abrahams und Isaaks auch als ihren Gott haben. Und so kamen Naomi und Ruth beide vereinsamt, zukunftslos, man kann auch sagen bitterarm, zu welcher Jahreszeit nach Bethlehem? Seid ihr da? Gibt's keine Antwort? Zur Zeit der Gerstenernte. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Das muss ja eine unglaublich tolle Begrüßung für sie gewesen sein. Besonders für die Naomi. Die Sonne scheint, die Gerste steht in voller Reife, geschnitten wird, gesammelt wird. Erntegeruch riecht ihr so frisches Heu, frisches Stroh. Oh, das ist Urlaub für mich. Raus aus der Stadt. Sommer, Sonne, Erntezeit. Segenszeit. Und ich glaube, als Naomi das gesehen hat, da muss das wie eine Stimme Gottes in ihr gewirkt haben. Naomi, so muss es in ihr geklungen haben. In Bethlehem, dem Brothaus, gibt es Brot. Und du hast es woanders, irgendwo in der Welt, in der Fremde gesucht. Siehst du nicht, wie ich mein Volk durchgebracht habe und es bis heute versorge? Die Atmosphäre der Ernte, die Freude der Menschen, der liebliche Geruch, müssen sie an ihre damalige Angst erinnert haben, als sie damals befürchtete, in Gottes Land nicht durchzukommen. Und wie sie deswegen mit ihrem Mann Zuflucht bei den Heiden suchte. Als sie das jetzt, diese Gerstenernte in Bethlehem sah, hat sie wahrscheinlich zu sich selber gesagt, wär ich Narr doch mit meinem Mann hier geblieben, dann wäre er vielleicht noch am Leben, unsere Familie wäre groß geworden, der Segen Gottes, ich sehe doch, Israel, das Volk Gottes verhungert nicht, sondern Gott segnet es durch alle Zeiten hindurch und bewahrt es. Alles umsonst, meine ganze Reise, mein ganzer Umweg, all das durcheinander, all die Strapazen, all die Not, warum habe ich mir das angetan? Jetzt das hier, zur Zeit der Gerstenernte. Damit dir und auch mir sowas nicht passiert, hat Jesus gesagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Nach dem allem trachten die Heiden, auch dort in Moab. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er versorgt die Vögel unter dem Himmel, die Blumen, das Gras auf dem Felde. Du musst nicht in Angst und Schrecken leben, aus Sorge um morgen und übermorgen. Du musst nicht krumme Wege gehen, um dich zu versorgen. Wir dürfen Gott vertrauen.
Er versorgt sein Volk. Ja, und nun mussten die beiden, nachdem sie eine Wohnmöglichkeit gefunden hatten, natürlich auch zusehen, dass sie auch persönlich etwas zu essen bekamen. Witwenrente oder Sozialhilfe, das gab es nicht. Ihre Altersversorgung war gestorben und Kinder waren nicht da. Naomi hatte schon geahnt, dass das schwer sein wird, aber es war ja Erntezeit und da hatte das Gesetz Moses zugunsten der Armen, Witwen, Waisen und Fremdlinge eine wunderbare Vorschrift erlassen, dass nämlich die Landwirte nicht ihre ganze Fläche abernten sollten und auch nicht nachlesen sollten, sondern sie sollten bestimmte Randbereiche ihrer Äcker zwar schneiden, aber nicht alles einernten, sondern liegen lassen, damit die armen Menschen aus Bethlehem und in anderen Orten und Dörfern die Möglichkeit haben, sich auf diese Weise zu helfen, dass auch die Schwachen etwas zu essen haben. Man muss allerdings wissen, dass nicht jeder Landeigentümer diese Wohlfahrtsvorschrift einhielt. Die steht in 3. Mose 19 und in 5. Mose 24. Das könnt ihr wunderbar nachlesen, ganz detailliert, wie die Vorschrift war. Und auch ja heute noch dort steht. Aber manch ein Landwirt hat das nicht eingehalten und hat sich geärgert, dass da fremde Leute auf seinem Acker Ehren lesen und vielleicht auch zu viel und auch was kaputt machen. Und sie hatten vielleicht auch Ärger mit manch einem, sodass sie auch die armen Menschen, die auf den Feldern Ehren lesen wollten, vertrieben haben. So dass es auch gefährlich sein konnte, am Feldrand zu sammeln. Und für Ruth als Nichtjüdin war das doppelt gefahrvoll. Als Fremde war es noch komplizierter. Aber Ruth sagt trotzdem zu ihrer Schwiegermutter, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Vers 2, habt ihr noch in Erinnerung? Obwohl sie eine Ausländerin war und es sehr schwierig und gefahrvoll sein könnte, wich Ruth dieser Beschwerlichkeit nicht aus, sondern im Vertrauen auf den Gott, den sie ganz neu in ihrem Herzen hatte, auf den Gott der Väter Israels, vertraute sie und machte sich früh am Morgen auf, ein Feld zu finden, wo sie sammeln konnte. Und da habe ich gleich eine Lektion für uns. Wir lernen von Ruth, unsere Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern zu tun, was wir können. Such dir Arbeit, auch wenn es nur Erntehelferarbeit ist. Arbeit ist Gottesdienst. Wir sollen und dürfen zur Ehre Gottes arbeiten. Wir arbeiten nicht in erster Linie für unseren Chef. Wir arbeiten nicht in erster Linie für unseren Lebensunterhalt. Wir arbeiten in erster Linie zum Lobe und zur Ehre Gottes. Wir gehen mit Freuden in unseren Dienst, auch wenn es schwer ist und auch wenn es sich wie ein Hamsterrad anfühlt. Wir tun diese Arbeit jeden Tag neu und wir wissen, hier ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Ich möchte ihm danken, dass ich diese Arbeit habe. Und wenn ich keine habe, möchte ich ihn bitten. Ich möchte einen Gottesdienst tun und zu seiner Ehre mit dem Körper, den er mir geschenkt hat, möchte ich arbeiten und versuchen, mein Brot mir zu beschaffen. Der Herr sei mir gnädig und uns allen gnädig. Denn die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Steht aber in der Bibel. Paulus sagt noch mehr. Er ermahnt in 1. Thessalonicher 4, sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Das ist die Freude der Christen, ein stilles Leben im Lande zu führen. Und das wollen wir tun, auch in unserem wunderbaren Land, in unserem wunderbaren System, auch Regierungssystem, wie wir arbeiten, Demokratie, wir haben Freiheit,
wir dürfen essen und trinken, einkaufen, was wir möchten und wir dürfen uns um Arbeit bemühen. Ich wünsche einem jeden Gottes Segen, den Weg der Ruth zu gehen, auch wenn wir fremd im Lande sind, wie die Ruth. Warum nun Naomi sich am Morgen nicht zusammen mit der Ruth auf den Weg gemacht hat, mit ihr gemeinsam Ehren zu lesen und sich um etwas Brot oder Korn zu bemühen. Das wissen wir nicht ganz genau, das lässt die Bibel hier offen. Aber ich glaube, wir liegen nicht ganz falsch, wenn wir da sagen, wer weiß, ob die Naomi nicht noch mit ihrer Vergangenheit beschäftigt war, mit all dem Druck, mit all den Enttäuschungen und der Bitterkeit, vielleicht auch mit Schuldgefühlen. Was habe ich bloß für Mist gebaut? Warum habe ich dieses Chaos angerichtet? Jetzt sitze ich hier, ganz Bethlehem freut sich. Sie haben Familien, sie haben Kinder, sie haben Enkelkinder und ich sitze mit einer Ausländerin hier und bin eine elende Witwe und habe nichts zu essen. Ich kann mir vorstellen, dass sie mental noch sich nicht in der Lage gefühlt hat. Sie hätte normalerweise es der Ruth doch viel leichter machen können. Sie als Jüdin, die auch in Bethlehem bekannt war, an die man sich noch sehr erinnerte, mit ihr zusammen auf das Feld zu gehen und zu sagen, ich bin hier und das ist meine Schwiegertochter, die kommt zwar aus Moab, ist keine Jüdin, aber sie ist meine Schwiegertochter, lasst uns doch gemeinsam hier arbeiten. Das wäre doch für die fremde Ruth viel angenehmer und leichter gewesen, sich da einzufinden, als nur ganz allein zu fremden Leuten, zu fremden Landwirten und Inspektoren zu gehen und überall zu betteln und zu fragen, darf ich bei ihnen sammeln, darf ich hier sammeln, darf ich da etwas tun? Und keiner kennt sie und sie wird dumm und schräg angeguckt. Naomi scheint aufgrund des Tiefpunktes ihres Lebens in ihrer Enttäuschung festzuhängen und hatte keine Kraft zum Glauben und Vertrauen an Gott, dass er noch eine Zukunft für sie hatte. Und es kann sein, dass du auch, wenn du an deine Vergangenheit denkst, auch an das Chaos, das du augenblicklich um dich herum hast, verzagst und verzweifelst und heute am liebsten gar nicht in den Gottesdienst gekommen wärst. Und vielleicht ist manch einer auch am Bildschirm und sagt, ich würde eigentlich am liebsten abschalten. Ich kann Gott nicht mehr glauben. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Was ist aus meinem Leben geworden? Er hätte mich doch warnen können, mir helfen können und hat mich da reinrasseln lassen. Dein Hadern mit Gott lähmt dich. Das fesselt dich. Und du hast keine Freude mehr, weder an Gott, noch an der Erlösung, noch an morgen, noch an übermorgen. Das ist der Zustand möglicherweise der Naomi gewesen und auch dein Zustand. Wenn ich wüsste, sagt Luther, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist der Geist, in dem erlöste Christen und glaubende Christen leben dürfen, vertrauende Gotteskinder leben dürfen. Also sitz nicht mit Naomi im Schmollwinkel, versauere nicht in Selbstmitleid, verzage nicht in deinen Schuldgefühlen, sondern vertraue, dass Jesus alle deine Schuld, deine Verstrickungen dir vergeben hat. Du hast doch das Kreuz von Golgatha. Du hast Jesu Sühnetod. Du hast sein heiliges Blut. Glaube doch, dass es für dich vergossen ist und dass dir Vergebung geschenkt ist und dass die Vergangenheit geheilt ist durch die Erlösung Jesu Christi. Und mach einen Strich im Glauben unter das, was gestern war. Und blicke auf zu dem, was morgen ist und der Herr für dich bereitet hat. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen.